immer dem Pfeil nach. Auf der musikalischen Wanderung erleichtern Wegweiser das Vorankommen. Die Pfeile, die einen Notenabschnitt umgrenzen, sind solche Wegweiser und bedeuten, dass dieser Melodieabschnitt noch einmal gespielt werden soll. Stellt man sich zu dieser Melodie eine Berglandschaft vor, entsteht die musikalische Idee, diese Melodie beim zweiten Mal leiser zu spielen, also als Echo. Das gelingt, wenn der Finger die Saiten leichter anzupft. Die Wegweiserzeichen dazu sehen dann so aus. Beim ersten Mal Forte, laut spielen. Beim zweiten Mal die Wiederholung, Piano, leise zupfen. Dann gibt es noch einen Spieltipp: mit dem Finger nicht direkt über den Noten zupfen, sondern etwas unterhalb. Dadurch ist der weitere Spielweg besser zu sehen. Wenn es nicht gleich gelingen sollte, nicht entmutigen lassen. Für jede längere Spaziertour ist vorher Konditionstraining notwendig, um auf dem Weg liegende Hindernisse zu bewältigen. Nun die Mitspielversion. Ich klopfe 4 Schritte voraus. 1, 2, 3, 4.